Hallo liebe Rattenhorde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Random Games, die Steam mir empfohlen hat. Heute spielen wir den Graveyard Keeper. Und zwar hat mir das ganz gut gefallen. Ich habe das irgendwo gesehen. Und ich habe auch die ersten 5 Minuten schon mal angespielt, einfach nur um zu gucken, ob das in das Konzept von meinem Kanal passt. Und wir haben den Survival-Aspekt. Wir haben eine deutsche Sprachausgabe, mal zwar Abwechslung. Es ist ein fertiges Spiel. Wie wir sehen, gibt es 1, 2, 3, 4 Erweiterungen mittlerweile. Die habe ich mir auch besorgt. Die ersten 5 Minuten, die waren schon mal eigentlich hervorragend. Ich weiß, ein großer Abturner, schöne Grüße an den Master, wird sein, dass die Grafik Pixelgrafik ist. Aber das macht dem Ganzen eigentlich nichts weiter aus. Ich möchte heute auch was ausprobieren mit dem Ding, denn es gibt keine Sprachausgabe hier. Ist alles nur schriftlich. Und wir schauen mal, wie meine Erkältung mir das zulässt. Ob ich das hinkriege. Die Leute, die meinen Twitch-Kanal kennen, kennen das von mir ein bisschen theatralisch. Wir fangen jetzt einfach erstmal an. Es ist ein ganz normaler Tag. Unser Held ist auf dem Weg nach Hause, wo jemand ganz Besonderes auf ihn wartet, glaube ich, stand da. Sogar im tristen Alter gibt es einen Platz für die Liebe. Vor allem, wenn du jemanden hast, der dich vermisst. Oh. Ups, da kam's auf die Mütze. Was ist passiert? Wo sind alle? Beruhige dich. Du hast eine neue Seite in deinem Leben aufgeschlagen. Ein neues Kapitel wartet auf dich. Aber ich muss nach Hause. Wie komme ich nach Hause? Es gibt immer einen Weg zurück nach Hause. Mal sehen. Dein neues Zuhause ist ein Friedhof. Bin ich etwa tot? Du bist jetzt ein Friedhofswärter. Aber ich muss nach Hause, zu meiner Frau. Dann musst du ein guter Friedhofswärter sein. Grab Gary aus. Er wird dir helfen, dich hier einzuleben. Wer? Was für eine merkwürdige Vision. Was ist das für ein Albtraum? Okay, dann sollte ich wohl Gary suchen. Ich merke jetzt schon, dass mir das so ein bisschen im Hals wehtut. Aber wir ziehen das jetzt für diese Folge einfach mal durch. Ich weiß natürlich, dass die goldenen Pfeile uns in eine bestimmte Richtung bringen. Wir haben hier noch was zum Angucken. Sieht aus wie eine gute Stelle, um mein Zuhause etwas gemütlicher zu machen. Dann höre ich vielleicht endlich auf, von diesem Schädel zu träumen. Was für ein Schädel? Mir graut's jetzt schon vor den Frauen. Achso, wir müssen mal halten. Das kostet mal Energie. Heiliger Saat, ich bin ein Schädel. Bist du Gary? Warum sollte ich Gary sein? Ein Mann mit einem roten Auge hat mir gesagt, dass ich Gary ausgraben soll. Ein rotes Auge? Ich erinnere mich. Oh, Saat, das stimmt. Ich bin Gary. Wie hast du mich gefunden? Der Mann hat mir gesagt, dass du all meine Fragen beantworten würdest. Gut, gut. Aber lass mich dich zuerst fragen. Wer bist du? Und wo zum Saat sind wir hier? Punkt, Punkt, Punkt. Das muss ein Traum sein. Das ist einfach nicht wahr. Du bist der neue Friedhofswärter. Woran erinnere ich mich noch? Mal sehen. Ich erinnere mich an dieses Geräusch. Schauen wir mal nach.
Alles ist so merkwürdig. Und jetzt sind zwei Sprechblasen übereinander. Ach, weißt du, ich warte lieber hier auf dich, sonst bekommt das arme Ding noch bla bla bla. Ich erinnere mich an dieses Läuten. Und einen Esel. Ja, schade, da... Irgendwas ist nicht in Ordnung mit diesem Tier. Es könnte gefährlich sein. So, fertig? Darf der Redboy? Na, klasse. So, den Esel, den kenne ich schon. Esel der Welt. Was? Achso. Esel der Welt, vereinigt euch. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Eine Blaupause. Esel der Welt, vereinigt euch. Was auch immer das bedeutet. Hab ne Frösche. Der spricht wie der Schädel. Ich krieg keinen Esel hin. Er hat eine frische Leiche für uns. Ja, unterhalten wir uns. Wer bist du? Ich bin eine billige Arbeitskraft. Dieser Wagen gehört nicht mir, also muss ich für das Kapitalistenschwein arbeiten, dem er gehört. Der Humor ist schon mal super. Ich lasse das jetzt mit den Stimmen. Erstmal. Und ich arbeite nur 5 Karotten am Tag. Verdiene. Die Situation ist zutiefst beschämend. Du weißt, woher ich komme. Nichts nicht wahr, Genosse. Der Bastard tut so, als würde er nicht verstehen, was ich sage. Jedenfalls muss ich zurück zur Stadt. Werde diese Leiche los und bringe... Und ich bringe dir eine neue. Was ist das nur für ein seltsames Land? Okay, gib mir die Leiche. Wir sind ja Friedhofswärter. Hey, worauf wartest du noch? Schnapp dir diese saftige Leiche, solange sie noch frisch ist. Wie wir sehen, haben wir auch schon 1% verloren. Wozu? Ich glaube, wir sollten sie in die Leichenhalle bringen. Ich weiß auch nicht mehr, warum. Aber ich bin mir sicher, das macht Spaß. Und es könnte profitabel sein. Lesen kann das klar im Vorteil. Oh, ich glaube, mir wird schlecht. Los geht's! Benutze E, um schwere Gegenstände aufzuheben und fallen zu lassen. Warum liest der Redboy nicht öfter Sachen vor, weil er darauf keine Lust hat? Sart, ich mag diesen Ort. Fühl mich ganz wie zu Hause. Leg die Leiche auf den Seziertisch. Und dann? Was kommt dann? Ach ja, schneide Fleisch vom Körper. Das fängt ja gut an. Was? Auf keinen Fall. Das ist nicht richtig. Genau, das ist nicht richtig. Wie könnte ich das nur vergessen? Vielleicht, weil ich ein schleppender Schädel mit Gedächtnisschwund bin. Ist es richtig, dass du nicht weißt, wo du bist? Ist es richtig, dass ich ein Schädel bin? Irgendwie ist ja gar nichts richtig. Also halt den Saat und mach, was ich dir sage. Versprichst du mir, dass du mir sagst, wie ich nach Hause komme? Du musst nur in die Dorftaverne das Fleisch gegen ein Bier eintauschen. Plappernde Schädel lügen nie. Und mir dann das Bier bringen. Okay. So, erste Scheibe. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Wir haben Vorbereitungsplatz, Pritsche und Fleisch entfernen. So, wir hauen das Ding jetzt hier drauf. Machen eine Autopsie. Entfernen das Fleisch. Dann entfalten, da muss man dann mal gucken. So, dann können wir jetzt Hamburger, Sandwiches und gebratenes Fleisch herstellen. Bisschen makaber, aber das ist genau der Humor. Du gewöhnst dich schon dran. Das ist genau der Humor, der mich eigentlich in dieses Spiel reingezogen hat, von dem, was ich gesehen habe bislang. So, was machen wir mit der Leiche? Keine Ahnung, begraben wir sie einfach. Deshalb lese ich mich vor. Nimm du die Leiche. Ich warte auf den Friedhof auf dich. Okay. Autopsie, Leiche nehmen. Wir können hier halt nichts weiter machen. Wir haben hier 2 Schädel. Was genau es damit auf sich hat, weiß ich auch nicht so richtig. Wir nehmen jetzt einmal die Leiche.
und bringe die auf den Friedhof. Und viel weiter bin ich bislang noch nicht gekommen. Das heißt doch, der nächste Schritt noch. Bringen wir sie unter die Erde. Also, mit diesen Planungstischen kann man Gräber ausheben. Dann vergräbt man halt die Leichen. Achtung, keine Ziegenschädel oder komische Sternformen als Dekoration verwenden. Ist ein wenig satanistisch dann. So, wir müssen jetzt eine Grabstätte bauen. Wie gesagt, soweit war ich schon. Das macht man immer über diese Tische. Dann kramen wir jetzt hier eine Runde rum. Minus 2, das findet er nicht ganz so geil. Und jetzt kramen wir das Loch wieder zu. Plopp. Gut gemacht. Diese Bestattungsurkunde? Ich erinnere mich an Geld. Alkohol. Alkohol, Ich glaube, den mochte ich früher sehr. Oh, Saat, da kommt der Bischof. Das ist der Boss. Oh, ich weiß. Frag ihn nach der Bestattungsurkunde. Er sollte wissen, was man damit anstellt. Ich hau jetzt besser ab. Ich bin in der Leichenhalle und warte auf mein Bier. Okay, tschüss. Das Problem ist, dass es hier relativ viel zu lesen gibt und ich dann jedes Mal die Klappe halten will. Muss. Nicht will, muss. Deshalb lese ich das vor, ansonsten würde ich das alles nicht vorlesen. Bin ich ganz ehrlich. Ach hey, der neue Friedhofswärter. Wir warten nun schon seit 30 Jahren auf ihn. Aber tut so, als sei alles in Ordnung. Okay. Ich sage es dir nur ungern, aber dein Friedhof ist ein Saustall. Ich werde dich auf keinen Fall zum Geistlichen befördern, wenn du ihn nicht in Ordnung bringst. Möchten wir überhaupt geistlicher werden? So, derzeitiger Ort, genau, das wird uns dann da irgendwo angezeigt. Wichtige Informationen zum Ort. Repariere Gräber. Und dafür brauchen wir Ressourcen. Du hast eine Technologie vorgestellt, ich freigeschaltet, ich kann Holzmarkierung machen. Wenn die Qualität deines Friedhofs mindestens 5 erreicht, hast du dir die Beförderung redlich verdient. Du siehst mir aus wie ein geistiger Führer. Und ich bin ein guter Menschenkenner. Haha. Ich bin in allem gut, deshalb wurde ich auch erwählt, seinen Willen zu repräsentieren. Haha. Dein Vorgänger hat sein Zeug irgendwo hier in einer Truhe aufbewahrt, die solltest du dir mal anschauen. Ich komme nächste Woche wieder, um genau zu sein, komme ich jeden Sonntag. Ich nehme mal an. Vielleicht träume ich noch. Träume ich doch nicht. Habe ich etwas Falsches gegessen? Oh, erwartet. Was soll ich nur sagen? Warum kommen Sie hier hin? Das ist meine Pflicht, der unangenehme Teil einer alten Tradition. Ich weiß nicht viel über alte Traditionen und Rituale. Ich bin nur hier, um seine Macht und seinen Ruhm zu repräsentieren. Aha. Ich habe eine kleine Frage. Was ist diese Bestattungsurkunde? Sobald du eine Leiche begraben hast, kannst du die dazugehörige Bestattungsurkunde in der Dorftaverne gegen Geld eintauschen. Aha. Bischofswahl. Müssen wir uns gleich alles mal angucken. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Repariere einfach alle Gräber. Ich bräuchte dafür nicht mal eine Stunde, aber das ist ja dein Job. Okay, dann öffnet sich das wieder. Ich glaube, können wir beenden. Wenn die Reparatursets beim Reparieren des Friedhofs ausgehen, kannst du dir jederzeit neue anfertigen. Okay. Wir haben 3 Ressourcen, die wir sammeln müssen. Die roten Punkte, die grünen Punkte, die blauen Punkte. Je nachdem, was wir freischalten wollen, brauchen wir rote, grüne oder blaue Punkte. Die kriegen wir durch die dazugehörigen Rohstoffe, wenn wir die einsammeln oder herstellen.
Steinvorrat haben wir jetzt und wir können... Stein und Holz abbauen. Okay, und dann ist das hier. Wie wir sehen, brauchen wir 5 und 2 Punkte, um Segen freizuschalten, zum Beispiel. So. Hier kriegen wir jetzt unsere Anfangswerkzeuge. Können wir mal gucken, hier ist das drin. Über Tab kommen wir hier in diese Anzeige. Hier können wir dann die Technologien angucken. Hier können wir unsere Quests ansehen. Das finde ich übrigens sehr geil, dass du genau weißt, wer dir die Quest gegeben hat. Kannst dann auch jederzeit gucken, wo man das wieder abgeben muss. Und ja. So, was können wir hier machen? Um die Gräber zu verbessern, brauchen wir Grabsteine und Grabzaugen. Ich weiß, haben wir hier irgendwas? Ja, genau, hier sowas zum Beispiel. Da ist ein Holzkreuz drin und eine steinerne Grabmauer. Und was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Können wir das denn reparieren? Können wir. Sollen wir schon mal 2 Punkte besser. Jetzt sind wir bei minus 27. Schauen wir mal, jetzt haben wir das erste Grab schon mal verbessert. Jetzt fängt es an zu stürmen. Achso, hier ist übrigens unsere Wochentagsanzeige. Das ist ganz geil gemacht. Das ist jetzt halt ein Sonntag. Ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Wahrscheinlich in Uhrzeigersinn, hoffe ich. Wir haben jetzt hier halt diese Reparaturkits. Die gehen uns dann wahrscheinlich auch gleich aus. Genau, jetzt haben wir gerade unseren letzten Holzbearbeitungs... Dingens benutzt. Jetzt haben wir nämlich keinen mehr. Müssen wir mal gucken. Wir haben noch 2 Steinreparaturkits. Da müssen wir uns dann gleich drauf hinarbeiten. So, was können wir hier noch machen? Soweit bin ich beim letzten Mal auch schon gekommen. Jetzt können wir hier noch Holz einsammeln und genau für diese Aktivität gab es jetzt einen roten und 2 grüne Punkte. Glaube ich zumindest. Oder 1 und 1. Vielleicht hatten wir schon einen grünen Punkt. Das verbessert auch die Qualität des Friedhofs. Und wir verlieren aber auch stetig hier unsere Energie. Die machen wir jetzt hier eben noch weg. Er will uns nämlich hier schon wieder irgendwo hinschicken. Genau, jetzt wird's nachts. Wir haben hier ja natürlich auch eine Tages- und Nachtanzeige. Schauen wir mal, wo sollen wir denn jetzt hin? Ich weiß gar nicht, jetzt wird's Nacht, ob sich das überhaupt lohnt, irgendwo hinzugehen. Aha, hier können wir auch noch was einsammeln. Gelbe Blume. Hier auch. Schade, wir kriegen keine Punkte dafür und wir sind doch gleich müde. Das sind Felder. Die Animationen sind zwar sehr retro, aber doch irgendwo ganz gut gemacht eigentlich. Okay, Horadrik. Willkommen im Toten Pferd. Ich bin Horadrik. Wie kann ich dir helfen? Ich komme vom Friedhof. Ich bin hier heute aufgewacht und seitdem ist alles irgendwie verrückt. Hm. Oh, tut mir leid. Warum habe ich dich nicht gleich erkannt? Gut, gut. Das ist gut.
Das sind gute Aussichten für unser kleines Dorf. Wann öffnest du denn die Kirche? Ich muss zuerst den Friedhof in Ordnung bringen. Klar, klar. Schon ein Weilchen her, seit sich jemand darum gekümmert hat. Also, kommen wir zur Sache. Wie kann ich dir helfen? Frage nach der Bestattungsurkunde. So, der Bischof hat mir gesagt, dass du mir die Bestattungsurkunde abkaufst. Ja, das stimmt. Laut der uralten Abmachung muss ich dir als Leiter des Dorfs Geld für die Urkunden geben. Natürlich nur, wenn ich Geld habe. Was meinst du damit? Dem Dorf geht es nicht gut. Uns ist das Geld ausgegangen. Aber sobald du die Kirche wieder öffnest, werden Pilger viele glänzende Münzen in unser schönes Dorf bringen. Ich würde gerne etwas frisches Fleisch verkaufen. Fleisch ist ja eine Delikatesse. Ich kaufe es gern. Ich muss nur das königliche Fleischsiegel darauf begutachten. Vor vielen Jahren gab es einen Zwischenfall mit ungeeignetem Fleisch. Seitdem muss Fleisch vorher begutachtet werden. Lecker. Ich will wirklich keinen Ärger mit der Stadt. Also hat dein Fleisch ein Siegel? Nö. Ich will nicht wissen, woher dieses Fleisch kommt. Aber Mann, es sieht wirklich gut aus. Es ist Menschenfleisch, hallo? Aber ohne das Siegel sind mir die Hände gebunden. Woher bekomme ich dieses Siegel? Oh, du kannst dem königlichen Hof durch den Briefkasten nahe der Kirche ein Schreiben schicken. Aber das wird dich einiges kosten. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Das verrate ich dir auch nur, weil wir Nachbarn sind. Näher. Es wird geflüstert. Es gibt einen Typen namens Schlange. Ich glaube, er hat ein gefälschtes Siegel. Aber um ehrlich zu sein, habe ich ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Du kannst Frau Anmut fragen. Sie ist hier jeden Frauentag. Vielleicht kann sie dir helfen, Schlange zu finden. Danke. Okay, Frage, wie du nach Hause kommst. Kannst du mir sagen, wo genau ich bin? Ich muss wirklich nach Hause. Meine Frau macht sich bestimmt schon Sorgen. Du bist im toten Pferd. Okay, es sieht mittelalterlich aus. Vielleicht bin ich ja durch die Zeit gereist. An welches Jahr haben wir? Jetzt? Ja? Wie meinst du das? Ein Jahr ist der Zeitraum, in dem sich die Erde einmal um die Sonne bewegt. Oh, du hast also dem Astronomen bei seinem Unsinn zugehört. Was denn für ein Unsinn? Alle wissen doch, dass die Erde flach ist. Ach so, natürlich. Aber ich verstehe, es ist 200 nach der uralten Abmachung und 2010 nach, auch egal. Kam das Spiel in 2010 raus? Ich weiß gar nicht. Und wie ist der Name dieses wunderbaren Königreichs? Das Königreich. Und hier in diesem Dorf ist es überhaupt nicht wunderbar. Hast du noch andere Fragen? So, können wir jetzt hier unser Dingens da. Oh, Friedhofswärter. Könntest du vielleicht unserem Schmied Kretzwold diesen Brief übergeben? Natürlich. Wo finde ich ihn? Im Südosten des Dorfs. Okay, Brief, Bestattungsurkunde. Ich möchte gerne Geld haben. Dankeschön. Alles andere will er anscheinend nicht. Gut, haben wir dafür noch Zeit? Ja, dann gehen wir jetzt zum Schmied. Das heißt, hier ist noch eine Dame, die reden kann. Muss der neue Friedhofswärter sein. Das hat man mir zumindest so gesagt. Aber woher wusstest du das? Oh, wenn du so lange wie ich lebst, lernst du vermutlich auch, Leute so gut zu lesen. Aber wo bleiben meine guten Manieren? Ich bin Frau Kette, die Frau von Horadrik. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein paar Fragen über. Oh, oh, rede lieber mit meinem Mann. Er hat dir das Sagen. Er ist nicht nur der Wirt hier, sondern auch der gewählte Vorstand des Dorfes. Außerdem redet er wirklich sehr, wirklich gern. Ich kann dir nur ein paar Rezepte verkaufen. Ja, da können wir im Moment noch nichts, vielleicht doch. Wir haben noch ein bisschen Geld gekriegt. Redest du lieber bla bla. 1,50 haben wir. Pasteten? Lecker und gesund.
Können wir alles mit noch nichts mit anfangen. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Schmied. Wo ist der Schmied? Da geht's irgendwie raus. Kommen wir denn hier raus? Der Weg in die Stadt ist versperrt, natürlich. Du brauchst einen Passierschein. Okay, also unsere Map ist ein wenig eingeschränkt. Hey, was tust du so? Ach nichts, ich habe mich nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedhofswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kretzwold. Alle ein bisschen so dolle pessimistisch, wa? So, wir geben ihm den Brief. Ich habe einen Brief von Horadrik für dich. Ein Brief? Na klar, da wohne ich eine Minute weit weg und er schafft es nicht mal, hier persönlich vorbeizukommen. Stimmt. Ha, alte Angewohnheiten sind schwer loszuwerden. Danke. Tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Ist wohl eine neue Angewohnheit. Schon wieder Schleime. Horadrik bittet mich, sie loszuwerden. Ich habe keine Zeit, um mich um diese nervigen kleinen Mistviecher zu kümmern. Aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Nimm dieses rostige Schwert und einen Energietrank. Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hinter mir reparieren. Behalt den Schleifstein. Vielleicht kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufel zu reparieren. Wenn du es schaffst, sie zu töten, dann bring mir die Überreste. Da sind dann auch ein paar Materialien für dich drin. Okay. Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein, bei dem Pfützen. Okay. So. Verschiedene Handlungen im Spiel verbrauchen Energie, das haben wir ja schon gemerkt. Fertigen, entfernen und kämpfen verbrauchen Energie. Beim Kämpfen geht auch Gesundheit verloren. Drücke Space, um anzugreifen. Aha. Kannst deine Gesundheit und Energie mit Essen und Tränken wiederherstellen. Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Schlafen stellt Gesundheit und Energie auch wieder her. Okay. Weißt du, ich arbeite selbst auch gern mit Metall. Wo kann ich denn etwas Erz finden? Du findest Erz im Sumpfboden. Im Westen gibt es einen riesigen Sumpf, nachdem du den Fluss überquert hast. Ich habe da immer Erz gesammelt, bevor die Brücke eingestürzt ist. Wir müssen also die Brücke reparieren, wahrscheinlich. Aber wir haben jetzt einen Ofen. Wir können Eisen machen und Sumpfeisen herstellen. Was auch immer das heißt. Hast du denn hier noch irgendwas für uns zum Handeln? Nö. Also zumindest nichts, was wir im Moment brauchen. Wir wollen das Schwert machen. Jetzt sind wir erschöpft. Ah ja, per Rechtsklick aktiviert man das dann. Wie viel hat man gekriegt? Ungefähr die Hälfte. Okay. So, 14a, da sind Schleime. Das war angenehm. Ich muss das mit den Stimmen wirklich sein lassen. Es geht mir gerade so ein bisschen um den Hals. Vor allem, falls wir hier eine Series draus machen, also falls die Resonanz groß genug ist, falls euch das gefällt, bitte Daumen hoch natürlich, kann ich mich sowieso nächstes Mal nicht mehr dran erinnern, wer welche Stimme hatte. So, die Schleime besiegt. Okay, gut gemacht. Nimm diesen Schleifstein. Damit kannst du deine kaputten Werkzeuge schleifen und sie sind bald schon so gut wie neu. Ich kann jetzt grünen Wackelpudding und roten Wackelpudding herstellen. Sehr schön. So, dann gehen wir zurück zur Taverne. Was
Aha. Gut, dass du mal mit einem Schwert umgehen kannst. Kretzvold hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Hier haben wir hier für dich. Geht aufs Haus. Dankeschön. Jetzt haben wir auch ein Bier für Dingens gekriegt, gell? Hm? Für den Schädel, für Gary. Und anscheinend Ansehen. Frau Anmut Monroe. Mhm. Hi. Was willst du? Ich bin Friedhofswärter und wollte dich etwas fragen. Ich verstehe. Weißt du eigentlich, wie oft ich mir so ein Gemurmel anhören muss? Ich habe keine Zeit für dich, Kleiner. Komm zurück, wenn du etwas Selbstvertrauen gewonnen hast. Oha. Aber... ciao. Sei gegrüßt, mein Freund. Darf ich dich für einen kurzen Moment belästigen? Wenn es denn sein muss. Was hat Frau Anmut dir erzählt? Dass ich verschwinden soll. Ah, immer diese Unanbare. Sie redet nicht mit jedem. Ich bin ja auch nicht jeder. Ich bin Friedhofswärter. Und bald Prior der Kirche. Primitiv, ich bin ein bekannter Poet in einem bestimmten kleinen Kreisen. Mein Name ist Wagner. Eines Tages trage ich ihr eines meiner Werke vor und dann werden wir... Aber zunächst muss ich es schreiben. Wir sind katastrophöserweise, ist das richtig? Papier und Tinte ausgegangen. Da liegt Papier. Und da ist ein Tintenfass. Okay. Kannst du mir wohl welche besorgen? Du bemerkst viele kleine Dinge bei anderen Leuten. Kombiniere diese und du hast eine Geschichte. Manchmal bekommst du Geschichten von Dialogen. Aha. Ich habe den Journalisten freigeschaltet. Frage, woher du Papier und Tinte bekommst. Vielleicht hast du sowas in deiner Kirche oder du fertigst sie einfach an. Körperliche Arbeit liegt mir nicht. Aber ein geschickter Bursche wie du kann das bestimmt problemlos machen. Bestimmt. Du könntest auch den alten Astrologen fragen. Er ist damals jeden Mond zum Leuchtturm gekommen. Er hat mich versorgt, bevor wir diesen lächerlichen Streit hatten. Okay. Er ist alt und verrückt. Ich dagegen habe fast drei Jahre an der Universität studiert. Und dann stellt sich heraus, dass er ein verdammter Idiot ist. Kannst du mir das glauben? Er hat mir erzählt, die Erde sei rund. Ja, sie ist flach wie ein Pfannkuchen. Dieser Astrologe scheint hier die klügste Person zu sein. Vielleicht kann er mir helfen, wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Frage nach dem Leuchtturm. Er steht auf einer Klippe östlich des Dorfes. Er ist schon seit einiger Zeit nicht mehr in Betrieb. Gepriesen sei das tote Pferd, denn es ist noch immer geöffnet. Eines Tages werde ich ein Gedicht darüber verfassen. Vielleicht kommst du auch darin vor. Okay, dann haben wir ja alles andere gemacht. Dann gehen wir doch jetzt mal zum Leuchtturm. Auch wenn der Tag nur noch fast eine ganze Woche weg ist. Ab in den Osten. Ja, sieht relativ cool aus hier. Auch etwas abwechslungsreich. Frische Eier. Oh. Okay, wir können jetzt mit... Aber wir können hier Eier kaufen. Brauchen wir aber gerade nicht. Da sitzt noch ein Vogel. Was bist du? Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Ich versuche nur, optimistisch zu bleiben. Und ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Alle anderen wollen nicht optimistisch bleiben. Worauf denn? Glaubst du, dass er das verstehen würde? Nein, Digo, das würde er nicht. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sage ich ihm einfach irgendwas anderes. Innerer Frieden, meine Gewürze und Süßigkeiten. Darauf kommt es an. Süß wie Honig. Bring mir Honig und ich bringe dir bei, wie man einen Kuchen backt. Kuchen ist klasse. Okay.
Aha, hier ist die kaputte Brücke. Oder eine kaputte Brücke. Was ist denn das? Ich hatte gedacht, vielleicht kann ich das anbauen. Vielleicht gucken wir uns das mal ein bisschen besser an hier. Ach so, das ist ein großer Baumstamm. Okay. Damit können wir noch nichts anfangen anscheinend. Können wir den mitschleppen? Ach, wie so eine Leiche können wir den tragen. Ja, cool. Müssen trotzdem weiter nach Osten. Es scheint später auch Obst und sowas zu geben. Das sieht doch sehr nach Leuchtturm aus. Leuchtturmwärter. Heilige Makrele, mein Junge. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zauberwelt, der Fischerei sein will. Weiß nicht wirklich viel über das Fischen. Dann ist heute dein Glückstag. Ich weiß eine Menge darüber. Es ist so entspannend und profitabel. Außerdem sind Fische echt lecker. Na, da bin ich dabei. Eine gute Wahl, mein Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst und bringe dir bei, wie man Fische fängt und kocht. Okay. Lerne, wie man Fische kommt. Also, wie bereite ich Fische richtig zu? Du kannst ja mal grillen, aber ich schlitze sie lieber auf und brate die Hälfte in Öl an. Dann hast du Fischstäbchen. Okay. Wir haben noch mehr Sachen freigeschaltet, womit wir eigentlich noch nichts anfangen können. Und wenn du Fische isst, fängst du an, wie Fisch zu denken. Ein guter Fisch muss Fisch essen. Aha. Krieg ich eine Angel? Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, Junge, ich habe noch eine alte Angel hier, aber die ist kein Geschenk. Bring mir Motten. Die sind klasse als Köder, aber du kannst sie nur nachts fangen. Meine alten Augen sehen im Dunkeln nichts mehr. Okay. Nachts gibt es Motten. Ich habe keine Ahnung wo. Aber es finden wir raus. Ach, wir da lassen noch kleine Fußspuren, sehe ich gerade. Die auch tiefer werden. Aber ich glaube, das ist einfach nur die Textur, die ineinander übergeht. Ich finde diesen kleinen Schleier hier vom Regen und vom Sturm mega cool gemacht eigentlich. Unsere Fußspuren bleiben sogar. Cool. Stilistisch ist das sehr cool. Ist relativ einfach, aber doch ganz gut umgesetzt und passt voll in die Grafik rein. Macht aber auch so einen leichten Stilbruch, weil es im Vordergrund ist. Wie so eine Lage, die da vorgesetzt wurde. Weizenfarm. Sind wir noch nicht zu Hause, aber gleich, ja. Psst, komm mal her. Wo warst du? Ich war im Dorf. Dieser Ort ist sonderbar, aber er fühlt sich so echt an. Und niemand hat ein Problem damit, dass ich hier einfach so aufgetaucht bin. Saad, du liest meine Gedanken. Gedanken lesen. Ich erinnere mich daran, dass in deiner Hütte ein Keller ist. Da sind bestimmt ein paar Vorräte. Okay, wir können jetzt essbaren Pilz, Beeren und Äpfel sammeln. Weizen. Genau, ich kann mich erinnern, wie ich Brot daraus gebacken habe. Und Törtchen. Leckere Beerentörtchen. Okay, jetzt können wir auch noch Teig, Gebäckteig und Brot herstellen. Toast, Zwiebeltoast. Das passt richtig gut zu Bier. Saad, weißt du was? Ich brauche jetzt ein Bier. Das fühlt sich langsam an wie eine einseitige Beziehung. Bring mir Bier und ich verrate dir eine Menge wichtiges Zeug. Und wie du nach Hause kommen kannst. Fragen? Frage nach der kleinen Straße? Was für eine kleine Straße? Ja, kannst du mir sagen... Das war eine rhetorische Frage. Sehe ich etwa aus wie ein magischer fliegender Schädel, der Antworten hat? Eigentlich schon, ja.
Also genau genommen. Sag, du Klugscheißer. Ich warte bei mir zu Hause auf das Bier. Kein Bier, keine Antworten. Ich glaube, die Stimme, die behalte ich, weil die tut nicht so im Hals weh. Aber das wird dann die einzige Stimme sein. So, was haben wir denn hier? Platz für Holzscheide. Platz für Holzscheide, die haben wir doch hier. Zack. Platz für Steine, okay. Bauen, Planungstisch. Manche stehen sofort, andere müssen in einem Hammer bearbeitet werden. Das verbraucht Zeit und Energie, okay. Was können wir denn hier bauen? Kiste, Ofen, das haben wir doch schon alles. Und die Materialien haben wir auch gar nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir schon Technologie ver... Ah ja, wir können auf jeden Fall Balken herstellen. 10 und 10, machen wir. Was haben wir denn hier sonst noch so? Kochen, das sind Rezepte. Achso, die muss man entdecken. Primitives Schmieden. Okay, das Rot kriegt man mit handwerklichen Zeugs. Grün kriegt man, wenn man Sachen abbaut. Und Blau über spirituelles Zeug. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall noch 5 Rot. Was haben wir hier noch? Ach, da brauchen wir 10 davon. Okay. Blaupause für einen Beerenstrauch und Blaupause für einen Apfelbaum. Ja, dann nehmen wir das doch auch noch mit. Was haben wir hier noch? Bücher schreiben, Theologie. Ah, da müssten wir uns drauf hinarbeiten, ne? Damit wir den Friedhof verbessern können. Anatomie, ich habe keine Ahnung, was damit auf sich hat. Entfernt Fett, entfernt Blut. Okay, das schauen wir uns an. Ich hoffe, dass wir durch so ein Tutorial da irgendwie durchkommen. War jetzt hier dieser komische Keller? Ja, hier ist der Keller. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Vogel? Verdammtes Tor. Ich komme jede Nacht wieder, wenn ich muss. Irgendwann komme ich hindurch. Okay. Sieht so aus, als könnte ich diese Blockage entfernen und den Bogen stärken. Aha, und zwar mit Materialien. Ja, okay, haben wir natürlich alles nicht. Können wir ein bisschen aufräumen? Da gibt's rote Punkte. Und einfaches Eisenstück. Moment, kriegen wir hier gerade Mehl? Ich glaube, wir kriegen gerade die Materialien, die wir brauchen. Was haben wir hier noch drin? Einfach und lecker. Benutzen. Gebratene Pilze und Bratapfel. Cool. Nägel, einfaches Eisenstück. Das gefällt mir. Ich habe keine Energie mehr. So, was brauchen wir jetzt hier? Haben wir denn jetzt schon alles? Ne, uns fehlen Holzkeil und Holzplanke. Jetzt können wir mal gucken. Nee, Schmiedekunst nicht da. Holzkeil kriegen wir da. Und Holzplanke da. Wow. Ja, gut. Das muss wohl noch ein bisschen warten. Können wir uns mit dem Kumpel da unterhalten? Nee, ne? Jetzt brauchen wir hier genau dasselbe. Okay. Ja, gut.
Ach ja, wir haben nicht genug Energie, dann gehen wir jetzt mal eine Runde schlafen. Aber wir können das Ganze auch abbrechen. Wenn wir denn dann genug haben. Ich fühle mich so erfrischt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter. Hurra, ein Neuankömmling. Wow, ich bin hier schon. Wie lange noch gleich? Ich bin Jorik. Ich bin so einsam, ich armer, armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Warte. Nein, im Gegenteil. Ich freue mich, dich zu sehen. Aber wir haben einen echt unangenehmen Typ neben uns vergraben. Wir hätten lieber einen neuen Nachbarn. Kannst du uns vielleicht damit helfen? Ich weiß nicht wirklich, aber warum ich hier bin? Gary hat mich immer... Meine Güte. Gary hat mich hier hingeschickt. Du bist Jorik und er ist Gary. Lustig. Oh, der halbtote Schädel, dieser neidische Bastard. Ha. Er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Ach, was sage ich da? Hier ist es furchtbar. Vor allem wegen dem Typen, dem Grab da rechts unten, der so gemein ist. Kannst du ihn nicht loswerden? Grab ihn einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss. Was? Ich kann dir sogar eine Erlaubnis geben, die ich ihm geklaut habe, als ich noch lebte. Was für eine Erlaubnis? Exhumierungserlaubnis. Ist ein Nummerchen. Meine Leiche auszugraben, brauchst du eine Erlaubnis. Der alte Wärter hat sowas immer im Briefkasten bei der Kirche gemacht. Okay. Ja, liebe Rattenhunde, wenn ich jetzt auf meine Aufnahmezeit gucke, dann sieht's so aus, als ob das genug für eine Folge ist. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gerne immer wieder Daumen hoch, wenn euch die ganze Sache hier extrem gefällt. Dann natürlich auch ein Abo dalassen. Wenn euch das mit den Stimmen gefällt, lasst es mich wissen in den Kommentaren, dann kann man das eventuell fortsetzen. Ich selber fühle mich dabei so ein bisschen, muss mich dran gewöhnen, weil das wirklich anders ist als das, was ich sonst mache, ne? Ja, es wird auf jeden Fall noch einen Teil 2 geben, damit wir die Mechaniken noch ein bisschen besser unter die Lupe nehmen können. Und ob das Ganze dann eine Series wird, das liegt dann wirklich an euch, je nachdem, wie es euch gefällt. Joa. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wirklich im nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin RedBoy3K. Schaut mir live auf Twitch zu oder folgt meinen Social Medias. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit du keins meiner Videos mehr verpasst. Tschö!